В Австрии прекращается выпуск старейшей в мире ежедневной газеты. Wiener Zeitung принадлежит государству и относится к качественной прессе. 30 июня выйдет последний ее бумажный выпуск, после чего читать газету можно будет только в интернете. Редакцию ждут сокращения. Десятки ее сотрудников вынуждены искать новое место работы. Die Wiener Zeitung gibt seit 1703. Wir hätten heuer im Sommer unser 320-jähriges Jubiläum gefeiert. Und diese Zeitung hat einfach sehr, sehr viele Dinge begleitet, auch als, als Zeitzeugin. Der Text der Menschenrechtserklärung wurde hier abgedruckt. Es haben große Persönlichkeiten wie Mozart und Beethoven hier inseriert. Und es ist einfach auch ein historisches Bewusstsein, das ich in der Politik vermisse. Правительство решило прекратить выпуск бумажной версии газеты, сославшись на новую директиву ЕС, которая ограничивает основной источник дохода газеты, так называемую обязательную публикацию. Die Pflichtveröffentlichung bedeutet, dass Unternehmerinnen und Unternehmer ihren Jahresabschluss in der Wiener Zeitung veröffentlichen mussten, dafür gezahlt haben, und das wird es in Zukunft in der Form nicht mehr geben, in der Finanzierungsform, und daher musste die Finanzierung verändert werden. In den letzten 5 Jahren ist Österreich im internationalen Pressefreiheitsranking vom Rang 11 auf Rang 29 abgestürzt. Nicht nur wegen der schrumpfenden Zahl an Tagesblättern. Es wird auch angeklagt, dass die Regierung gezielt Inserate in Medien finanziert, um die Berichterstattung zu beeinflussen. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien.